So, und dann machen wir das Level hier jetzt noch fertig. Das ist Atlantis. Folge dem blauen Pfeilen. Das können wir gerne machen. Aber das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Reicht die hier schon? Ja, die müsste reichen. Zack, ja, die reicht. Zack. Oh Gott. So, und da ist schon der Stern. Das ging schnell. So, den blauen Pfeilen sind wir gefolgt und machen jetzt den nächsten. Suche nach der Spitze der Stadt. Das können wir mal machen. So, jetzt müssen wir erstmal nach oben. So. Dann würde ich den Wasserpegel einfach mal nach oben machen. Der hier ist sowieso schon auf dem Keks. Ach komm. Zu stürmisch. So. Auf. Und das ist die Spitze. So, 75. Sehr gut. Also dieses Level ist noch eins der einfacheren Level hier oben. Die gehen auch recht schnell. Erforsche die Höhen und Tiefen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Welcher Stern war es mit den Höhen und Tiefen? Gott. Hab grad keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal. Erstmal den Wasserpegel senken. Das hier erledigen wir auch mal gleich am besten. So, die Münzen nehmen wir auch noch mit. Und die natürlich auch. Ey. Oh Gott. Übers Ziel hinausgesprungen. So. Da haben wir noch ein paar Münzen. Ich glaube, ich sammle auch gleich nebenbei die Münzen. Bringt's ja gerade. Ich glaube, ich krieg sogar alle hier jetzt, oder? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber eigentlich müsste ich hier vorne schon alle Münzen kriegen können. So, das war die 3. Hier gibt es keine Münzen. Der soll sich erstmal aufladen. Nein, 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 nein. Ach komm.
gleich kriege. Ja, die kriege ich hier locker. So. Das hätten wir auch. Dann klettern wir mal kurz da hoch. Das müsste auch das letzte sein, was wir brauchen. Ja. Und dann hole ich mir von dem Riesenbaby hier noch alles. Und dann haben wir die 100 Münzen auch. So. Gut, dann holen wir mal hier noch den Endstern. Da können wir auch danach tauchen. So. Das müsste ja der Stern wegen Höhen und Tiefen sein, oder? Ja. Okay, wunderbar. Und gleich zum nächsten. So, beeile dich, Expressaufzug. Gut, da müssen wir das Wasser wieder erstmal runterstellen. Auf den Nullpunkt. Weil wir müssen die Kiste hier wegmachen. So, dann hier hoch. Hier hoch. Ach komm schon. Na gut, ist nicht so schlimm. So, dann müssen wir den Schalter wieder betätigen hier. Und diesmal müssen wir hier einfach auf die Plattform. So, und einfach hochfahren lassen. Da muss ich natürlich beeilen, weil das Ding ganz schnell wieder nach oben fährt. Man hat bloß ein paar Sekunden und dann fährt das Ding wieder nach oben. Aber so kriegt man halt den Stern. So, das hätten wir auch. Jetzt noch zwei Sterne. Dann haben wir das Level auch erledigt. Finde die abgeholten Münzen. Wo waren die? Ach, da oben, ja. Wasserpegel erstmal steigen lassen. Toll. So. Erstmal so. Ich glaube, das reicht noch nicht, oder? Ich muss noch höher. Ich muss noch höher mit dem Pegel. So, gut, dann machen wir den Pegel hier. Dann müsste das hinhauen auf jeden Fall, dann kriegen wir die Kanone freigeschaltet. Ja. Müssen wir bloß noch darauf kommen. Na komm schon, auf da. Och nö. Weil die roten Münzen, die gibt es nicht hier. Die hätten wir ja schon sonst irgendwo mal gefunden. Oh Gott, Entschuldigung. So, da haben wir die Kanone, die Bombe. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Na dann mach mal.
So, da ist die Kanone. Bist du bereit? Dann auf mit dir in die Kanone und Feuer frei.